Jesus sagt, meine Bräute, ich bin euch so dankbar. Und ein Tipp für euren Umgang mit Verwandten und Freunden. 20. August 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann, jene von euch, die die Seiten nicht gewechselt und Claire nicht zerrissen haben, ich lobe euch für eure Geduld und für euer aufrichtiges christliches Benehmen, passend zu meiner Braut. In den Tagen und Wochen wird es für euch offensichtlich werden, warum ich euch noch nicht nach Hause gebracht habe. Ich werde euch alle zudecken, bis es Zeit ist. Arbeitet mit mir zusammen in den Feldern als meine liebende Gattin. Ob euer Job beten ist oder für mich zu arbeiten, denkt daran, ich übersehe nichts, was ihr mir opfert. Selbst wenn ihr vergesst, es mir zu opfern, erinnere ich mich daran und akzeptiere es wohlwollend. Keines von euch kann sich nur im geringsten vorstellen, wie dankbar ich bin für eure unterstützende Haltung, und ich werde es in dieser Welt belohnen mit meiner Gegenwart und in der kommenden Welt mit Früchten, die ihr nicht einmal anfangen könnt zu verstehen. Fast die ganze Welt geht ihrem täglichen Geschäft nach, wie es für Jahrhunderte der Fall war. Versteht ihr, dass ich den Zorn des Vaters zurückhalte und den Beginn der Trübsalszeit verzögere? Ihr müsst euch nur die vielen Tausend vorstellen, die nicht einmal ihre rechte von ihrer linken Hand unterscheiden können, wie es in Ninive war. Wegen diesen tut mein Herz weh. Viele von ihnen sind Unschuldige in der dritten Welt, die keine Ahnung haben von dem, was um sie herum geschieht. Sie sind einfache Menschen, die ein sehr ähnliches Leben leben, wie ich es tat. Aber sie wissen noch nicht, wer ich bin. Ja, Arbeiter sind entsandt in die Felder und in die Weinberge und sie kommen zu mir in Scharen. Hungrig, verletzt, verloren, die Wahrheit wollend in ihrem Leben, im Wissen, dass sie sie nicht gehabt haben. Viele von ihnen sind einfach und unschuldig, und ich hasse es, sie zerstört zu sehen, ohne eine Chance, mich zu empfangen. Dies ist, was ich meine, mit ihrer rechten Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Sie haben keine Ahnung. Da wird eine Zeit kommen, wo es abgeschlossen werden muss. In jenem Moment werden meine Engel hinabsteigen und die Gefangenschaft gefangen nehmen. Ich werde jene besuchen, die mich erst noch kennenlernen müssen. Ich werde sie besuchen und sie zu mir führen. Die Zeit kommt, ja, sie steht bevor, wo ich weitermachen muss. Aber bis dann sind die Regierungen der Welt nicht in der Lage, das in Gang zu setzen, was sie tun wollen. Sie werden zurückgehalten und ihre Pläne vereitelt. Jedes Mal, wenn sie einen Schritt vorwärts machen, mache ich einen Schritt und gebiete ihnen Einhalt. Viele an hohen Orten kratzen sich am Kopf und wundern sich, wie dies möglich ist. Oh, wie ich juble, die Flut zurückzuhalten, bis meine Kleinen in der Arche sind. Ja, ich werde die Nationen berühren, Herzen werden gebrochen und mir übergeben werden. Trotz der Bemühung des Feindes, mich aufzuhalten. Alles, worum ich euch bitte, meine Bräute, ist eure Unterstützung. Ja, eure Unterstützung, eure Gebete, eure Gaben an Missionen in Übersee, indem ihr jene unterstützt, die in jenen Ländern arbeiten, auf jede mögliche Art und Weise. Und ich bitte euch, weiterhin Narren für mich zu sein. Macht weiter, eure Lieben und Freunde zu warnen, während sie noch Zeit haben, ihre Wege zu überdenken. Lasst nicht zu, euch von ihrer Weltlichkeit einschüchtern zu lassen. Sie zeigen es nicht, aber im Innern sind sie unsicher, dass sie den Ausgang ihres Lebens
nicht wirklich kennen. Sie behandeln diese Unsicherheit medizinisch mit Unterhaltungen, aber in jenen ruhigen Momenten plagt sie etwas in ihrem Innern. Mein Geist berührt jene Leere im Innern und macht es äußerst schmerzhaft. Herr, was ist mit Perlen vor die Schweine werfen? Einige werden von ihren Verwandten mit Füßen getreten. Es ist schrecklich. Ist es nicht besser, still zu sein vor jenen, die wirklich feindselig sind? Wartet auf einen lernfähigen Moment, meine Bräute, an Beerdigungen, im Spital, bei Krankheit und finanziellen Verlusten, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn Dinge nicht gut laufen für sie. Nähert euch ermutigend, aber auch ermahnend, dass das Leben kurz sei und sie nicht einen weiteren Tag garantiert haben. Sie mögen spöttisch erscheinen, aber ich werde weiterfahren, ihren Geist aufzuölen. Viele Male sind Dinge nicht, wie sie für andere erscheinen. Sie verbergen ihre Gefühle, ihre Ängste und Unsicherheiten. Und wenn sie sehen, wie friedlich und sicher ihr seid, wundern sie sich. Könnte es real sein? Jene Beziehung mit Jesus? Vielleicht ist da was dran. Das ist eure große Hoffnung für die offen Feindseligen. Provoziert sie nicht, aber lasst euch erwischen, wie ihr für sie betet. Wenn schlimme Dinge geschehen, tröstet sie und bittet um Barmherzigkeit. Auf diese Weise werden sie wissen, dass ihr aufrichtig seid und ich kann handeln und ihnen helfen. Doch so viele, denen ich helfe, erkennen nicht, dass ich es bin. Sie wissen, dass jemand betete, aber sie sind noch nicht willig zu erkennen, zu wem jener jemand gebetet hat. Sie sind nicht bereit, ihr sündiges Leben aufzugeben, aber ich besuche sie immer wieder. Sie nennen mich nicht ohne Grund den Jagdhund des Himmels. Ich weiß, wie schwierig es gewesen ist für viele von euch, für die meisten von euch. Ich weiß, dass ihr beobachtet und gewartet habt und müde geworden seid. Ich war mit euch in jenen Zeiten. Ich habe mit euch jene Zeiten durchlebt und euch Kraft, Hoffnung und die Fähigkeit geschenkt, durchzuhalten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich durchlebte: die Gleichgültigkeit, Undankbarkeit und Treuebrüche in den 3 kurzen Jahren meines Dienens, den Höhepunkt erreichend mit meiner Hinrichtung. Die Intensität jenes Widerstandes ist etwas, dem ihr nie gegenübertreten müsst. Nichtsdestotrotz habt ihr eure eigenen Kreuze zu tragen und ich verharmlose sie nicht. Ich kenne eure Frustrationen, ich kenne euer Leid, jene verborgenen Dinge, die ihr niemandem erzählt. Ich kenne eure Scham über eure vergangenen Fehler. Ich bin mit euch Tag und Nacht in euren Gedanken, in euren Träumen, in euren Tränen. Ich besuche euch mit Tröstungen. Ich beruhige eure Ängste und beruhige eure Herzen in meinem. Streckt eure Hand immer nach jenem Ort aus, wo mein Herz verweilt. Legt euren Kopf auf jenen Ort, empfangt die Heilung, die ihr braucht. Lasst die Belastungen dort zurück und nehmt aus meinem unendlich barmherzigen Herzen die Wasser der göttlichen Heilung mit. Unbegrenzt in ihrer Fähigkeit, euch neues Leben, Hoffnung und Mut zu übermitteln. Ich bin mit euch, meine Töchter, meine Söhne, meine Bräute. Während ihr wartet, bringe ich Gelegenheiten zu euch, um eure Liebe zu mir zu beweisen. Indem ihr keine Mühe scheut, indem ihr eure Zunge zurückhält, indem ihr für jene betet, die euch misshandeln. Oh ja, ich sehe jeden Tag die Art, wie ihr behandelt werdet und wie ihr eurem Fleisch Gewalt antut und für die Täter betet.
Dies erfreut mich ungemein, und irgendwann werden jene Menschen euch aufsuchen, um Danke zu sagen. Danke dir, dass du mich nicht aufgegeben hast, als ich so grausam war zu dir. Danke, dass du für mich gebetet hast und mir Jesus gezeigt hast. Ja, ihr werdet viel Frucht haben im Himmel, denn ich besuche diese harten Fälle in Momenten, wo sie nichts mehr übrig haben, kein Kampf mehr, wo sie völlig gebrochen und erschöpft sind. Ich besuche und berühre ihre Herzen. Ich bringe einen Berg an Überzeugung über ihre Häupter, zusammen mit Bergen an Liebe, und dann tun sie endlich Buße. Denn ihr habt ihnen gezeigt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mir die Erfahrungen geschenkt, mit welchen ich sie überzeugen kann. Ich erinnere sie an jene Bilder und zeige ihnen, wie ich anwesend war, in der Art, wie ihr reagiert habt. Seht ihr jetzt, obwohl ihr denkt, dass ihr sehr wenig getan habt, ihr habt sehr viel getan. Ihr habt die Samen der Güte gesät, der Nachsicht, der Toleranz und der Barmherzigkeit. Und ich werde jene weiterhin wässern, bis es Zeit ist zu ernten. Ihr habt einfach keine Ahnung von den Früchten, die euch im Himmel erwarten für eure Arbeit. Nun, Claire, was denkst du darüber? Werden sie glücklich sein, das zu hören? Ich denke schon. Ja, ich bin glücklich, ihnen zu sagen, wie viel sie mir bedeuten, wie viel ihre kleinen Bemühungen für mich getan haben, wie groß ihre Ernte sein wird. Ja, ich habe große Freude an meinen beharrlichen Bräuten, jene, die nicht mit Feindseligkeit und Gemeinheit auf meine Verspätung reagiert haben. Und für die anderen, nun, ich vergebe ihnen, sie wissen einfach nicht, was sie getan haben. Ich auch, Herr. Ich weiß, dass dein Herz immer noch weh tut. Du kannst es nicht vor mir verbergen, wie du weißt. Lass mich dich halten, meine Braut. Komm her.